Hallo, einen schönen Tag wünsche ich euch. Meine Haut ist im Moment so schlecht, wie sie seit Jahren nicht mehr schlecht war. Zum Glück gibt es Make-up und Concealer, das habe ich jetzt auch schon aufgetragen. Dann fällt es nicht ganz so auf. Kamera schluckt auch noch mal ein bisschen. Aber meine Haut ist im Moment echt einfach richtig grottig. Bei uns ist heute Feiertag. Ich beantworte nachher noch eure Fragen von Instagram. Da habe ich einen Fragensticker aufgemacht. Erik ist übrigens mit mir im Bad. Erik ist meistens mit mir im Bad, vor allem in der Früh. Wird dann ganz energisch an der Badezimmertür gebuddelt und dann macht er sie auf und dann sitzt er neben mir. Da ist Erik und schläft. Doch nicht. Er hat euch Hallo gesagt. Erik ist aus dem Schlafzimmer gekommen. Also ich habe eigentlich gerade erst aufgemacht und das ist besonders. Ich wollte jetzt nämlich ein bisschen mit Bruno Laufübungen machen und Erik wollte auch ein bisschen rausschauen. Das ist schön. Ich bin pflücken gefahren für die Babys. Mal schauen, was ich hier finde. Ein bisschen Lottekraut habe ich gefunden. Mal schauen, was ich sonst noch finde. Ich hätte die alte Hose anziehen sollen. Hier ist es sehr matschig. Wunderschön, einfach nur dieses bunte Herbstlaub. Der Himmel. Beantworte jetzt eure Fragen von Instagram, vom Fragensticker. Welches Speisegericht von deiner Mama magst du am liebsten? Ich glaube, ich habe gar nicht so ein Lieblingsgericht. Sie kocht ja nicht nach Rezept und von dem her schmeckt das Essen jedes Mal anders gut. Aber manchmal schmecken irgendwelche Gerichte besonders gut. Und ja, dann sind es so einzelne Gerichte, die sie einfach manchmal so gut hinbekommen. Ich habe zum Beispiel noch die eine Tomatensoße von ihr im Kopf, die hat wirklich sensationell geschmeckt. Also das war die beste Tomatensuppe, nicht Soße, Suppe, die sie gekocht hat. Und dann hat sie mal sowas mit Blätterteig gemacht. Irgendwelche Hörnchen gefüllt mit Blätterteig, das war auch so lecker. Also das sind so die letzten Sachen, die besonders gut geschmeckt haben. Und dann auch manchmal, dass die Pizza einfach unnormal gut schmeckt. Ja, also ich habe jetzt nicht so ein Lieblingsgericht, sondern einfach manchmal schmeckt eine Sache einfach zu gut. Hörst du gerne Musik? Wenn ja, was für welche? Also ich bin jemand, der nicht die ganze Zeit Musik hört. Ich höre im Auto Musik. Da höre ich schon gerne Musik im Auto, allerdings im Radio kommt immer nicht die Musik, die mir gefällt oft. Und dann muss ich immer durchdrücken, bis ich ein Lied habe, was mir halt gefällt. Also ich bin ständig am Durchdrücken. Ansonsten so daheim höre ich eigentlich so sehr, also wenig Musik. Ne? Ich habe zwar schon mal, dass ich vielleicht ein Lied habe, was ich dann in Dauerschleife höre, weil es mir so gut gefällt, aber ich bin jetzt nicht jemand, der ständig und permanent Musik hören muss. Aber beim Autofahren finde ich es schön, Musik zu hören. Und welche Musik, da bin ich jetzt nicht so festgelegt.
dass ich sage, also ich bin da sehr breit gefächert. Was ich gar nicht so gern mag, ist Hip-Hop-Musik und Black und Rap und sowas. Das mag ich nicht so gern. Aber ansonsten, wenn mir ein Lied gefällt, also es sind meistens Lieder, die mir gefallen, weniger vielleicht eine Musikrichtung, sondern einzelne Lieder, die mir gefallen und manchmal vielleicht auch von irgendjemandem nur ein Lied, was ich halt besonders gern mag und den Rest mag ich nicht so gerne, aber ja. Würdest du derzeit weitere Kaninchen aufnehmen, wenn das Schicksal sie dir zuträgt? Also ich sage mal so theoretisch ja, vor allem wenn das Schicksal sie mir zuträgt, dann wäre es ja Schicksal und dann sollte es ja eigentlich so sein. Also theoretisch ja, aber dann ist ja da auch immer noch, also dann sind ja da auch immer noch die Kosten und es ist ja immer noch, oder es sind immer noch die Rechnungen vom Tierarzt, das ist halt dann die andere Sache. Trägst du lieber enge oder weite Kleidung? Also ich trage auf jeden Fall lieber enge Kleidung. Ich mag weite Kleidung gar nicht so gerne und vor allem auch dieses Oversize, was zurzeit im Trend ist, mag ich gar nicht. Also das gefällt mir überhaupt nicht, solche Oversized-Klamotten. Das ist nicht meins, nee. Wie oft in der Woche gehst du Lebensmittel einkaufen? Also in der Regel einmal die Woche. Hast du dich inzwischen daran gewöhnt, nur noch zwei Kaninchen zu haben? Nein, habe ich nicht. Ich bin eine Gruppenmama. Also mir fehlt die Gruppe nach wie vor. Ich habe mich nicht daran gewöhnt. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich daran gewöhnen werde. Also ich bin ein Mensch, wenn ich gewöhne mich nicht an missliche Umstände. Was war das für eine Gestalt, die du letztens bei deinem Spaziergang fotografiert hast? Ich habe ja bei Instagram so ein Bild hochgeladen, wo da auf einmal im Bild so eine komische Gestalt war, wenn man näher rangezoomt hat, die auch so ein bisschen seltsam aussah und es war einfach niemand da zu dem Zeitpunkt, wo ich das Foto gemacht habe. Und es war wirklich niemand. Also wenn da jemand gewesen wäre, ich hätte den erstens sehen müssen, zweitens hätte ich den begegnen müssen. Ich kenne die Gegend und da ist niemand. Und wenn, dann hätte ich es einfach sehen müssen. Und ja, keine Ahnung. Es war seltsam. Aber man wird es nicht wissen, was das für eine Gestalt war. So, das waren eure Fragen. Ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen. Und da stelle ich ja einmal im Monat diesen Fragensticker on, dass ihr mir dann Fragen stellen könnt. Und ich poste Bilder von komischen Gestalten, die auf meinen Fotos auftauchen, die in echt nicht da waren und die dann auf dem Foto auf einmal da waren. Nee, Quatsch. Also ja, halt auch von den Babys mal ab und an, zwischendurch noch so ein bisschen was oder keine Ahnung. Aber eher unregelmäßig. Ich habe gerade überlegt, welche Frage ich von den Fragen an euch weitergeben könnte. Und ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr euch für das nächste Jahr wünscht.